White Russian, jetzt auch mit 50 Shades of Red. Ja, guten Tag. Ich bin wieder aus dem Start und zurück. Das heißt, ich darf jetzt wieder Intren und Outren einsprechen, weil ich es verpeilt habe, am Wochenende mich mit dem Trolli zu treffen. Beziehungsweise am Donnerstag schon. Und ja, wir spielen jetzt endlich mal wieder diese Woche, hoffe ich doch. Aber ich mache das Intro kurz, weil im Endeffekt ja alles schon gesagt wurde, was gesagt werden musste. Die vergangenen Tage und Wochen überhaupt. Ich freue mich, dass wir ganz viele Kommentare kriegen und entlasse euch eigentlich jetzt auch gleich in die nächste Episode, beziehungsweise in die Episode 8 Session 2, also in die nächste Session. Was war beim letzten Mal eigentlich ja nicht so viel, das war die 100, also war Intro und Outro epic, kann ich nur sagen. Wir haben jetzt das Ganze wieder rausgenommen, weil es ist nicht die 100, die so Intro und Outro epic wird. Ansonsten alles beim Alten. Ich brauche auch gar nicht mehr zu erzählen, was es Tolles gab bei der Nummer 2 sozusagen. Also sprich, die letzte Folge hieß ja, also letzte Session hieß ja, er ist Nummer 2. Wer es nicht verstanden hat, dem tut's hoffentlich jetzt spätestens leid. Mir tut's nicht leid. Yo, ich halte die Fresse, ich entlasse euch. Viel Spaß und bleibt geil. Wie sieht denn der Plan aus? Also erstmal danke für die Infos, Billy. Reingehen, aber ja, schießen, rausgehen. Ja, ganz genau. Damit haben wir auf jeden Fall genau das getan, was wir tun sollten. Was ist denn? Oh ja, wir schneiden dem Hund den Kopf ab und legen ihn zu ihm ins Bett. Wir sind doch nicht bei der Mafia. Ja, wir sind aber in der Gang, deswegen ist es ja auch kein Pferd. Alter. Immer nur die herben Sachen. Verwalter. Was? Okay, Junge, bleiben wir mal beim Ernst. Junge, du bist auf dünnem Eis. Nee, klar. Was sind denn mögliche Angriffspunkte? Die Family? Also naja, ich könnte als Hundefriseurin auftreten. Witzig wäre es ja, quasi, wenn der Kleine mit seinem Hund Gassi geht, dass man ihm den Hund wegnimmt. Na, das dann weiß ist er ganz ja genau, nicht... dass man den nicht gefunden hat. Ja, das ist aber nicht der Witz. Ziel des Ganzen ist es ja tatsächlich, dass wir den Hund beim Stöckchen holen, vielleicht nicht wiederkommt. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wir müssen uns mal das Gebiet angucken, aber ich glaube, so einfach wird das nicht. Ja. Ist auf jeden Fall schon mal interessant. Na, also ich glaube, potenzieller Angriffspunkt. Ich meine, die Frau von dem Typen, von dem Vater, ist ja auf jeden Fall mal so eine bitchy, was auch immer. Ich glaube, die wird sich ärgern. Wenn die Familien so nah beieinander leben, werden die sich auf jeden Fall unglaublich gerne haben. Und wenn der Typ so sehr auf Bitches steht, ne, Billy, dann... Nee, tu mir das nicht an. Do ist your okay. Ding. Ist ja okay. Nein, ich muss dir das auch nicht antun, das ist schon okay. Aber der Sohn ginge vielleicht. Der ist 17. Naja, auch nicht für dich. Bitte? Na, du bist zu alt für den. Das sag ich doch, aber für dich nicht. Also die sieht doch aus wie 17. Billy? Nee. Die Jojo, meint er. Ach so. Das bist du. Ja, manchmal vergesse ich, wer ich bin. Entschuldigung. Oh Mann. Ja, vielleicht geht's. Eben, also wir haben ja quasi die volle Auswahl. Wenn der Ältere steht, dann... Der weiß doch nicht, wie alt ich bin. Nein, ich meine... Ich hab's verstanden, Carbon. Danke. Ach so. Entschuldigung. Ich bin mach dir wieder Dreads, du hörst auf zu denken. Das ist nee, ich bin manchmal noch ein bisschen verwirrt. Hallo, wenn dir jemand im Scheiße rumfummelt, bist du auch manchmal verwirrt. Mann. Kippst du alles noch rum teilweise manchmal? Nee, jetzt nicht mehr. Dann ist doch alles in Ordnung. Ich warte jetzt eigentlich auf den Moment, wo der Spieler das hat. Jojo kippt um. Aber ich glaube, der ist immer noch kacken, oder? Möglicherweise. Der war nie kacken. Nie in also seinem ganzen heute. Leben, sollte er nachholen. Mach mal ein Klistier, das... damit die Scheiße aus dem Kopf nachrückt. Vielleicht sollten wir uns die Gegend mal, also magst du mal recherchieren, was da so in der Gegend alles los ist irgendwie mit, was weiß ich, gibt's da einen Grund? Also weil, wenn der da eh nie rausgeht, ist es schwierig und mal so eben auf Besuch, weil so wenn, dann bin ich ein B-Gebietskind, großes gut verdienendes B-Gebiet. Ja, wir auch kennen auch uns da eigentlich aus. In so Gebieten. Ich habe ja. Schon gesagt, ich würde da ja gerne als Hundefriseurin auftreten auf meiner Sinn. Ja, das ginge vielleicht. Ja, wobei ist das so ein Hund, wo... Was ist denn das für ein Hund? Labrador hat er doch, stand da doch. Ja, aber das weiß doch Jojo nicht, wie ein Labrador aussieht.
Das weiß Jojo nicht. Ich schick dir ein Bild von einem Labrador übers AR. Wieso soll die sich denn mit Hunden auskennen? Es ist halt ein Labrador. Man kennt doch noch von Lycos früher den Labrador, das war doch das... Ja, ich kenne Labrador. Flummi. Es gibt drei Hunderassen, die ich erkenne. Und wenn Labrador einer von denen ist, dann wird Jojo den, glaube ich, auch kennen. Okay, dann wird Jojo wissen, was ein Labrador ist. Brauchen die Hundefriseure? Die haben doch kurze Haare. Jede Familie, die etwas auf sich hält, hat einen Hundefriseur für seinen Hund. Das ist richtig. Vor allem in der Nachbarschaft. Mein Gott, in der Nachbarschaft kann doch der Hund nicht so verzottelt rumlaufen, wenn die ganzen Kletten am Arsch hängen. Oh mein Gott, was sagen die Nachbarn? Wollen wir nicht erstmal irgendwie... Schrecklich. Wollen wir nicht erstmal gucken, wie das da ist und wie da die Umgebung ist und dann... oh Gott. Willst du auf Teufel komm raus einfach hinfahren und gucken, oder was? Nee, ich will da nicht hinfahren, das meine ich nicht, sondern uns einfach mal angucken, was da so in der Nähe ist und was wir für Gründe haben, da hinzukommen. Also irgendwie, zack, weil... hier ist eine Map, das ist mit Satellitenbilderunterstützung vom... Du kannst auf 2 Zentimeter genau an die Eichel in dem Baum hin. Moment. Jetzt lach nicht gleich wieder. Die Eichel von dem Eichelbaum hier hinzoomen. Das ist doch genau, was du möchtest. Jetzt kannst du ja Fragen stellen an die Kameraaufnahme, die unser Spielleiter ist. Spielleiter, sehe ich da irgendwas, dass es Gründe gibt, weshalb man neu in diesem Gebiet sein könnte? Ferien. Also es gibt viele Bungalows und so einen Scheiß um den See verteilt, um den, wo halt das Ding auch ist. Ansonsten, es ist halt echt einfach mal nichts los, ne? Also so wirklich ja nichts. Gibt's da einen Joggerpath? Also Jogging? Das auf jeden Fall, ja. Also es gibt verschiedene Waldwege, die man da benutzen könnte und es gibt halt verschiedene Wege um den See, die bestimmt viele zum Joggen benutzen. Trimmdichtpfad? Trimmdichtpfad ist, glaube ich, im Winter echt eine harte Ansage, aber wird es bestimmt da auch irgendwo geben. Wieso ist nicht so eine harte Ansage? Gibt's genug, die das machen? Bei minus 20 Grad? Gibt es einen Hundepark? Ja, gibt es, okay, aber einen Hundepark speziell gibt's nicht. Die gehen da einfach um den See mit dem Hund. Die, hier, aber Labradore schwimmen verdammt gern und sind eigentlich die perfekten Hunde für Rettungsdienst und sowas. Ja. Wir können ja einfach uns im See verstecken, wenn einer ein Stöckchen wirft, dann gehen wir einfach... Der See ist zugefroren! Ach Quatsch! Dann bohren wir den auf! Das machen wir! Na, wenn da Ferien... Guck mal, da sind Ferienhäuser, das ginge vielleicht. Also das gibt zumindest einen Grund, weshalb man da neu in der Gegend sein könnte. Also zumindest für mich, wenn, dann bin ich vielleicht dann da irgendwie am besten aufgehoben, glaube ich. Also komm. Ja, wenn du so eine verwöhnte Konzernschnüpfe bist. Nee, ich glaube, eine verwöhnte Konzernschnüpfe hat da keinen Bock drauf, nicht so wie der aussieht. Also nicht so wie der da drauf ist. Ja, dann bin ich vielleicht deine Security Guy, der auf dich aufpassen soll. Es gibt übrigens im Selenograder Gebiet keine Schule. Ach, wo ist die denn? In Moskau ist die nächste. Naja, aber der ist ja, hat ja eh Hauslehrer. Ach, der wird heimgeschult. Ja, genau, ja, der hat doch einen Hauslehrer. Ach, ich hatte das geschrieben, okay, na dann. Ja, das hast du geschrieben. Was weiß ich, was der geschrieben hab. Doch, du hast geschrieben. Sonst wäre das natürlich cool, dich in die Klasse einzuschleusen. Ja, aber der hat einen Hauslehrer, aber ich kann auch durchaus da einfach in Ferien sein oder was weiß ich nicht was. Vielleicht unterrichtest du mich ja oder du bist der Bruder oder was auch immer. Ich habe gerade Ferien, wenn ich zu Hause unterrichtet werde, habe ich Ferien, wenn ich will. Aber warum bin ich da? Warum bin ich da in Moskau? Warum ausgerechnet da? Weil deine Eltern halt Bekannte besuchen. Keine Ahnung, warum. Die wollten mir was Gutes tun. Es ist Gutes, ey. Der Junge tut mir voll leid. Guckt euch mal die scheiß Gegend an, da ist ja nix. Wir geben dem einfach ein bisschen Special Cane und halt lassen wir den Party machen. Ich werde mit deinen Drogenproblemen, die du hast. Welche Drogenprobleme? Ich habe keine Drogen. Ja? Warte mal. Drogen. Fake-Identität, Mann. Nein, keine Drogenprobleme. Das werde ich garantiert nicht faken. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man mal, weil, gute Idee. Die brauchst du ja auch nicht faken. Was, meine Drogenprobleme? Ja. Bist du bescheuert oder was? Ich habe keine Probleme ohne Drogen, ich schaffe nur drauf zu warten. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Drogen mehr genommen, das letzte Mal mit euch zusammen. Tja, das war auch schon schlimm genug. In einem der Aschenbecher am Fenster ist ein halb aufgerauchter Joint. Der ist von Guso, nicht von mir. Es ist keine Droge, mein Gott, ein bisschen Marihuana. Marihuana? Marihuana. Okay, dann bin ich Schülerin aus, wo komme ich denn her? Na, du hast einen Novosibirsk-Dialekt nicht drauf. St. Petersburg. Na, den hast du drauf.
Das ginge. Muss ja nicht wirklich da wohnen, denn das ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Oder wir wohnen da im Wumsbulli, aber dann können wir da nicht pennen. Noch zelten, wir können ja zelten gehen. Bei minus 20 Grad. Da gibt es keinen Campingplatz. Oder gibt es da Campingplatz? Da gibt es einen Campingplatz? Auf gar keinen Fall. Warum gibt es da keinen Campingplatz? Weil niemand, der in diesem Breitengrad ist falsch, sondern in dieser Klasse wohnt, irgendwelche Zelter sehen will, die mit Eigenwind geblähten Hosen früh aus den Zelten rauskommen. Geklaut! Natürlich geklaut. Die wollen auch nicht das Campingklo riechen, die wollen auch nicht diese ganzen Spasten, die sind extra in den Wald gezogen, damit sie sowas wie euch nicht mehr sehen müssen. Da können sie doch jetzt nicht noch einen Campingplatz da lassen. Hallo? Ja. Ich finde das voll nicht gut. Bin ich sehr sophisticated. Hallo, die reiche Klasse möchte auch mal so, ne, hier das wilde Leben Ja, aber die reiche Klasse zeltet nicht in ihrem eigenen Wohngebiet. Das und wenn, dann wollen die das wilde Leben und nicht so ein gepflegter Wald, weißt du? Naja, gibt's da für uns theoretisch irgendeine Möglichkeit, wo man wohnen könnte, was jetzt nicht preislich aus dem Ruder läuft? Gut, da müssen wir wohl immer hinfahren. Anstrengend. Lässt sich organisieren. Ja, bestimmt. Moment, jetzt muss mir gerade noch mal kurz auf die Sprünge helfen, ob Billy wusste, dass Kaban so einen Grenzerkontakt hatte. Ich ja, glaub doch schon, das hat er schon mal erklärt, haben, ne? Wenn du zugehört hast, du blöde. Stimmt, ich habe ja zwei auf dem Comlink. Hier, Kaban, warum dockst mal nicht deinen Grenzer an und fragst ihn mal, ob der den kennt? Ach, was ja, mit dem abgeht. Und du kannst mal bei Walli und Boris nachfragen, wenn der so da ist. Vielleicht haben die schon mal von ihm gehört. So partytechnisch, ja. Das ist eine gute Idee. Naja, das, das kann gut sein, ja. Vielleicht ist ja auch schon dein Kunde. Nee, den Namen wüsste ich dann. Die wollen ja immer unter Codenamen laufen, aber ich hack deren ihre Comlinks auf und die Idioten. Codenamen! Wieso, das ist jetzt witzig? Oh Mann, oh. Code! Ja, du verstehst auch nicht, was für ein Business ich mache, ey. Mann! Ihn. Nein, der war für Jojo, nicht für dich. Ich weiß, aber ich hasse den Applaus. Ich hasse ihn. Ich hasse den Applaus. Ich darf keine blöden Witze machen. Immer machen andere. Alle dürfen immer blöde Witze machen und ich darf das nicht. Wenn aber ich blöde Witze mache, ist es nicht lustig. Aber was hat Billy denn mit Fäkalien am Hut? Wie war das? Ich muss kacken und setz mich auf den Stuhl. Genau. Ich riech nach Rosen. Nur das Duftspray, das du mit dir führst. Nee, ich hab mir so eine Kartusche Febreze in den Arsch einbauen lassen. Doppelt einbauen lassen, meinte ich. Es hat sich so ergeben. Also, dann haben wir es ja auch wieder. Ich einfach hingesetzt und na. Nee, ich wollte mir was einführen, da lag nur so eine Kartusche und ich so, oh, die ist so schön. Oh, die bleibt jetzt da. Die kühlt so schön. Der Igel wohnt jetzt hier, die Kartusche bleibt jetzt da. Schön. Mit genug Darmtraining kannst du wahrscheinlich auch alles mal schön erfrischen. sag ich doch, meine Rede, meiner. Okay, nichtsdestoweniger. Deswegen riecht der immer nach Rosen. Wenn Billy scheißt. Genug Fäkaliensprache jetzt, es reicht. Nichtsdestoweniger. Ich schieb mal Boris gerade via SMS, ja, via SMS, scheiß drauf. Schieb ich Boris jetzt gerade mal den Namen zu, ob ihm der was sagt. Und du kannst mir gleich helfen, Billy. Du kriegst die einmalige Gelegenheit, mich so zu basteln, dass ich aussehe wie eine 17-jährige Schlampe. Wieso einmalig? Wieso einmal? Das haben wir schon mal gemacht, mein Herzchen. Das haben wir schon mehrfach gemacht. Das stimmt, aber jetzt muss ich seriös aussehen. Und also was heißt seriös? Also wie ein ganz normaler Teenager halt und nicht wie ein. Oh Gott, Billy springt im Dreieck vor Freude. Sie braucht auf jeden Fall neuen Schmuck, neue Accessoires, neue Schuhe, neue Schminke, neue Oberteile, Hosen, alles. Schlüpfer, ganz wichtig. Die kriegt jetzt erstmal einen Besenstiel in den Rücken gerammt, die Bücher unter die Arme gelegt, damit sie erstmal wieder gerade laufen lernt, was sie ja schon von früher kennt, aber jetzt muss sie erstmal einen Auffrischungskurs à la Billy machen. Es werden aber tiefe Aggressionen wieder in dir wach. Ich nehme mir etwas von sie im Popcorn, was da noch. gut, sehr gut. Moment. Treib's nicht zu bunt. Das ist echt sehr gut. Was?
Julio meint nur zu Billy, treib's nicht zu bunt. Ich treib's gleich, Los, macht weiter. Amüsier dich. So ein bisschen rebellisch muss es bleiben, weil sonst passt das nicht mehr. Und ich glaube, wenn der Typ so ist, wie ich glaube, dass er ist, dann wäre das ganz gut. Ich meine, der wird ja gerne raus, zumindest. Ich habe einen neuen Namen für Billy, für die Dauer des. Ich bin die Fräulein Rottenmeier. Nein? Niemand? Die Benimmlehrerin? Genau. Ich glaube, du bist doch mein Kindermädchen oder sowas. Ich wollte ja eigentlich die Hundefriseurin sein. Die brauchen, glaube ich, keinen Hundefriseur. Das ist ein scheiß Labor. Du bist die Benimmlehrerin und ich bin der Bodyguard, oh mein Gott. Ja, ich glaube, das passt sogar einigermaßen. Jeder braucht eine Benimmlehrerin und einen Hundefriseur. Eine Anstandsdame. Richtig. Ich laufe dir dann entweder weg oder du kommst dann irgendwann mal zufällig da vorbei und irgendwie, du darfst mich dann mal nach Hause holen oder so ein Blödsinn halt. Komm in mir, wenn du leben möchtest. Schön. Alter Verwalter. Was denn? Ich blicke voller Angst auf meine Zukunft. Wieso? Deine Zukunft ist deine Vergangenheit. Vorsicht, mein Bester. Ey, komm. Nimm's locker. Ist das gerade Geißenpeter oder was? Ich weiß auch nicht, was der gerade will. Das war Jojos Purple Rain, ruhige Stimme, weißt du? Hä? Ja. Das war nicht männlich genug. Somewhere over the rainbow, Alter, aber da wird richtig hingekackt. Verzeiht. Nur dieses eine Mal noch. Ja, schön, ne? Ah, wie schön. Dann sind wir wieder. Ja, wir sind eine Familie, ist das toll. Naja, du bist der Boss und wir sind deine Angestellten, beziehungsweise deine Eltern sind die Bosse und du bist halt das Kind, was drunter leidet. Quasi. Aber ich glaube, ihr solltet auch nicht so streng sein. Vielleicht habt ihr auch ein Verhältnis miteinander oder sowas. Irgendwie so, damit ihr abgelenkt seid, damit ich zwischendurch mal abhauen kann. Veto. Hä? Wieso Veto? Ihr müsst das doch nicht öffentlich machen. Ich muss das nur erzählen. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Alter Verwalter. Ich wollte ja nur, dass Billy sich keine Hoffnung macht. Ich spuck gerade meine Fanta quer durch den Raum und fang an zu lachen, lieg auf dem Boden. Oskar guckt dich perfekt. Sehr böse an, weil er irgendwie echt ein klebriges Fell hat. Sorry, Oskar, komm, ich nehme mal einen Waschlappen. Oh Gott, mögen die das überhaupt? Oh ja, ich glaube nicht. Ein Waschbär, dachte ich doch. Ja, aber die sind ja eher so. Ja, aber der mag das. Weil Elfenhände, okay. Alter, die schrubbeln richtig gut. Jetzt hättest du mal Kaban früher sagen sollen. Hey Kaban, du siehst bei diesem langen, dicken Ding, wie das so, also die Hände, die Elfenhände, die schrubbeln richtig gut. Ja, aber nein. Da regt sich nichts. Das möchte Kaban gerne. Ich finde es auch nicht so gut, dass du deinen Charakter so einschränkst und so homophob machst, nur wegen dir selbst. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, weißt du? Du schränkst deinen Charakter so sehr ein. Problem? Ich habe keine Probleme. So. Das Problem ist, wir haben ja schon die, die alles hatte und die, die alles verkörpert und jetzt brauchen wir auch mal jemanden, der halt sagt, nö. Sage nein gegen. Zu allem. Hat so einen Drogen. Kaman ist vollkommen asexuell. Nein, das nicht. Er ist nur völlig hetero. Prüde. Auch das nicht. Es wäre witzig, wenn er voll prüde ist. Also bisher ist das eigentlich, gell? Ja. Na, wobei, mit Jojo wollte er ja schon anbämpeln, das hat man ja schon gemerkt. Was? Das wüsste ich ganz, aber. Ganz klare Signale gegeben. Ich stimme zu. Du siehst scheiße aus. Guck dich mal an, ey. Es fehlt nur noch, dass er sie mit Radiergummin bewirbt. Bestimmt, ja. Und piekst irgendwo so im Bauchteilchenbereich. Die ganze Zeit kneift, weißt du? Ja, ja. Ganz kneift sie.
Ach, 14 müsste man sein, das war furchtbar. So. Nur vorgestern bist du doch erst 15 geworden, Digga. Ja, und jetzt kann ich sagen, es war furchtbar. Ja. Damals auch. Gut. So. Wir brauchen Sins. Und vielleicht machen wir das. Machen wir das so? Weiß ich nicht. Ist das gut? Ich finde, das ist ein ziemlich cooler Plan. Ich bin immer noch mit der Hundefriseurin verliebt. Vielleicht hast du das in deinem, bevor du Hausdame wurdest, mal, oder deine Schwester ist oder so, und dann... Bin ich meine eigene Schwester, meinst du? Nein, du bist nicht deine eigene Schwester, aber deine Schwester hatte immer Hunde und da hast du das gelernt. Also vielleicht bist du keine ausgebildete Hundefriseuse, aber zumindest so. Weiß ich nicht. Das heißt Friseurin! Friseurin! Verzeihung! Ich bin ja auch keine Friteuse. Aber heiß. Ist es dann auch eine Sekretäröse? Aber ohne Möse. Oder? Doch, ich habe doch eine Poperze. Das ist doch eine Möse. Ich glaube, das ist etwas anderes. Ich glaube, das hat er damals nicht verstanden. Meine Ladyboy-Pussy, sagte ich doch immer. Meine Fresse. Ja, kannst du auch gerne behalten. Alter. So, also, Labrador-Friseure gibt's. Gibt's das? Will ja, der das, der Junge? Labrador-Hündin hart extrem. Hundefriseur? Fragezeichen. Unsere Leib... Nee, Labi-Hündin hart gerade wieder extrem, obwohl ich sie fast jeden Tag bürste, auch mit dem Furminator. Geil. Ist die ganze Wohnung nach kurzer Zeit wieder voller Haare. Ja, Billys. Na, aber das ist ja so ein extra Gen-Shit-Hund. Der wird bestimmt nicht haaren oder so, oder nicht so viel. Nichtsdestotrotz muss man die doch coating, man muss die doch coaten immer, die Hunde. Hä? Wenn du das sagst, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ja, wir hatten nur Jagdhunde, also keine von diesen Dingern. Also ich google das gerade. Was? Und die kam auch nicht zum Friseur. Es geht gerade darum, ob Hundefriseur Sinn macht. Hatten die denn sowas in der Art schon mal? Nö. Ihr findet nach, also Billy findet eher dann noch nach ein paar Minuten einen Eintrag, wo der Junge quasi bemerkt, dass er es gut findet, dass er seinen Eltern die Hundejacke ausreden konnte, weil er irgendwie froh ist, dass wenigstens der Hund sich quasi seiner Art entsprechend benimmt. In dieser ganzen Wohnreihe. Versteht ihr, was ich meine? Also sind die ganz schön durch. Das wollte ich damit nicht sagen, aber ja. Die nehmen auf jeden Fall einen Hundefriseur, wenn da einer antanzt. Aber ich glaube, der Junge will das nicht. Na, der Junge ist mir doch egal. Wir könnten den Bumsbulli auch umbasteln, sodass der quasi wie ein Hundesalon ist. Gibt doch diese Fahrbahn. Das ist aber die Idee mit dem Hundesalon. Wieso? Also, Entschuldigung, die Idee ist ja echt total toll, aber nee. Hä? Nein, das passt einfach nicht. Also Hunde, ne, das passt einfach nicht da rein. Ich finde unsere andere Idee quasi mit hier, ne, erzogenes Gehör, Benimmlehrerin, Leibwächter, finde ich besser. Und wie willst du dann einen Hund damit rankommen? Na, über den Jungen. Sie geht mit dem Jungen aus, wir haben das natürlich verboten und schwupp ist der Hund weg. Ne, was gibt es Schöneres und Romantischeres, als mit dem Hund spazieren zu gehen am See? Sie wirft einen Stock, er soll das holen, zack, Hund kommt nicht wieder. Dann lass Jojo mal flirten, das will ich sehen, nur deswegen. Das geht. Und da habe ich dem Gänger den Arm ausgerissen und den Chip rausgenommen und dann sind wir weggerannt. Dann habe ich den Arm tief gefroren und später als Dildo benutzt. Das war das Beste, was ich je hatte. Doch. Der war dick. Tief gefroren. Ja, weiß. Deswegen gehe ich bei dir nicht mehr in die Tiefkühltruhe. Ich hab den Arm in meinen Plastik eingepackt. Glaube ich.
Ja, doch, bitte? Hattest du groß angetönt, hatte sie. Okay. Milo hat eingepackt, schaut ein bisschen verwirrt hin und her. Ich glaube, das war jetzt eher OT. Ich glaube auch. Schade. Außerdem weißt du das doch schon, dass sie Arme abgerissen hat. Ja, aber nicht, dass sie eingefroren hat. Es wurde nur irgendwann mal erwähnt, dass sie einen Arm abgerissen hat, aber wirklich erzählt wurde die Story nie. Und dass sie das dann eingefroren hat in ihrer eigenen Tiefkühltruhe. Das wäre aber dann doch ein bisschen, wow, suspekt. Ja, wenn es halt schmeckt. Brüde! Du hast gekotzt dabei. Ja, du brauchst mir ja nichts von Brüde erzählen. Billy kotzt immer. Ich finde das auch super, dass sie jedes Mal kotzt. Ich finde das total gut. Ich darf bitte nicht damit aufhören. Bleibt schlank. Richtig. Okay. Immer nur die Rachenirritierung, so scheiße. Dann müssen wir nur gucken, wie wir das... Also wollen wir das so machen oder nicht? Oder weiß ich nicht. Billy, was sagst du? Na, versuch du mal den introvertierten Teenager aus seiner Fassade zu locken. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Du machst das. Ich bin die Fräulein Rottenmeier. Ich bin Erziehungslehrerin. Genau. Das passt zu mir momentan sowieso. Ich hab da auch so einen schönen Pencil-Skirt. Na, immerhin hättest du so die Gelegenheit, dich vielleicht sogar mit einer der Mütter oder sowas anzufreunden. Vielleicht, weiß ich nicht, freuen die sich damit. Oder zumindest mit dem Hauspersonal. Das ginge vielleicht auch, weil die dann bestimmt irgendwie auch noch eine Menge über die Family wissen. Also es ist zumindest mal gut, wenn das mit, je nachdem, wie das halt mit dem Spazierengehen ist und wie das, was weiß ich nicht, was ist, wie das so ist, ob man das checkt, wenn der Hund dann fehlt, weil wir müssten den Hund ja auch wegbringen, ohne dass das jemand mitschneidet. Dann hätten wir so zumindest die Möglichkeit, vielleicht, wenn wir dann da rein müssten, uns das alles auch nochmal anzugucken und zu checken, wenn die Eltern nicht da sind und all so ein Shit irgendwie, weil ich glaube, der Junge darf auch nicht einfach auch mal so weg. Egal, gucken wir einfach mal. Aber wenn das passt, dann machen wir uns nämlich die Zins in diese Richtung. Alles schweigt. Okay, dann müssen wir uns nur nach Namen überlegen. Fräulein Rottenmeier. Ja, du bist Fräulein Rottenmeier. Wie heißt du denn mit Vornamen? Helga? Oder Rosamunde? Ingrid. Hieß die Ingrid? Mechthild. Brunhild wäre auch schön geschichtlich. Oh. Ich weiß nicht, wie die richtig hieß. Wenn man Fräulein Rottenmeier und Porn eingibt, dann kommt auch nichts Gescheites bei raus. Brunhilde Rottenmeier. Danke für diese Information, Düst. Diesen kann ich mir also jetzt sparen, den Tag. Schön. Oh mein Gott. Nein, ich werde es nicht posten. Möchtest du es echt selber googeln, ja? Nein, du willst es nicht. Wirklich nicht. Trolley saves gleich als Wix-Vorlage für später. Witzig! Schön. So. Okay, also sind es wäre. Alle abgelenkt. Genau, es sind alle abgelenkt. Okay, dann machen wir das so. Dann werde ich zu Hause unterrichtet? Ja, das ist am sinnvollsten. Bist du die Frau oder Freundin? Nee, Frau oder was weiß ich was von meinem Hauslehrer? Dann seid ihr direkt zusammen angekommen. Was bin ich? Wer ist jetzt was? Wen meinst du? Dich. Ich dachte, ich bin der Security Guy. Dann bin ich du bist der Security Guy, Kaban. Aber Billy oder wie auch immer ist eigentlich egal. Aber wir müssen halt irgendwas angeben für die Sins wahrscheinlich. Was? Ich bin Pädagogin. Ja, okay. Dann bist du meine Hauslehrerin. Nee, die Frau Rottmeier hat eine tiefere Stimme, ne? Seid okay, ihr noch da? Dann bist du einfach meine Hauslehrerin, das geht. Und ich musste mal weg von den falschen Freunden. Mika Gagarin. Security. Damit will aber jeder hoch hinaus, quasi. Verstehst du? Nein, das war Yuri Gagarin. Ja, aber Gagarin hat mir gereicht, um diesen äußerst schlechten Witz zu machen. Das ist halt so. Trigger. Jojo, Name? Ey, Fresse. Keine Ahnung, mir fällt gerade kein Name ein. Ich musste immer so viele Namen mir raussuchen.
Pushkin mit Nachnamen, das ist okay. Jetzt brauche ich nur noch einen Vornamen. Warum nicht Gorbatschow? Bella. Weil leider hat der Namensgenerator Bella ausgespuckt. Ah nein, vielleicht besser, Bella. Keine Ahnung, was anderes. Nein! Nein, nein! Nenn dich doch fein in Urlaub. Nee, das ist alles kacke, das muss ich auch noch aussprechen. Warte. Inga. Alles klar. Das klingt nicht russisch, aber Inga, das ist egal. Geil. Inga, ja, alles klar. Doch, das ist die Kurzform von Ingusha. Okay. Ich bin dann die Irmgard. Dann heißt sie auch Ingusha, bitte. Dann kann man das nämlich dann so schön so, wenn sie das erste Mal nicht hört, Inga, Ingusha. Ja, scheiße, den Namen muss ich aussprechen jetzt. Außerdem, also ich finde, wenn du sophisticated bist, müsstest du eigentlich schon zwei Namen haben. Das ist richtig. Marie oder Maria geht immer gut. Scheiß Bibelbezüge oder was? Ja, klar. So, und was war Nachname? Gorbatschow oder was war's? Ja. Gorbatschow, yes. Viel besser als Pushkin. Fräulein Gorbatschow. Pushkin ist aber billiger und damit auch was wert. Also. Nee, wir wollen eine höhere Klasse, dachte ich, anstreben jetzt. Touché. So. So, was also ist Security Guy, St. Petersburg, Schnapfe, Irmgard Rottenmeier. Ist Irmgard, dann ja. Anstand seiner Pädagogin. Okay. Oder nee, warte mal, Friedel. 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 Friedel oh, ja. Rottenmeier. Schreibt ihr euch das auch auf? Scheiße. Nehme ich diesen Zettel nicht verlieren. Gerade. Du schreibst mir bitte den Namen nochmal auf, weil ich habe ihn nämlich nicht vorliegen, sonst kann ich ihn nicht aussprechen. Was, du kannst Rottenmeier nicht aussprechen? Meinen. Ach, deinen? Was haben wir jetzt zu ihm gesagt? Pushkin auf jeden Fall. War es nicht Gorbatschow? Nein, es war Gorbatschow. Ach so. Inga Maria Gorbatschow. Ingrid? Nee, das ist zu deutsch. Wieso ist Ingrid zu deutsch? In St. Petersburg gibt es übrigens auch Seda Krupp. Damit ist jeder deutsche Name absolut gerechtfertigt. Ha! Ingrid. Aber Inga ist besser. Ich habe das vorhin gesagt. Schwedisch, Inga. Aber Ingusha nicht. Inge. Ach, Ingusha. Wie schreibt man denn Ingusha? Was? Ingusha. Jawohl. So, und der andere war Jetkin. Kaban. Was? Dein Name. Mikhail Gagarin. Ja. Das steht doch unten. Ja, ich schreibe mir das jetzt trotzdem mein Dokument auf. Ja, deinen Namen wollte ich mir auch aufschreiben. Genau, du warst Friedel Rottenmeier. Rottenmeier. Friedel Rottenmeier. Und was sind ihre pädagogischen Leitprinzipien? Ordnung, Sauberkeit, Disziplin. Der Rohrstock schlägt so schön zu. Mädel muss hart wie Puppenstahl sein. Aber nicht kratze, wie jeder. Das sieht nicht schön aus. Blond. Bläugig. Deutsch. Das wäre tatsächlich eine Maßnahme. Also blond färben, das müsste eigentlich schon sein. Das geht. Da geht das. Dann sehe ich ja wieder richtig lieb aus. Kannst du dir mal bitte ein Bild raussuchen für Jojo, wie sie blond ist für diese Episode? Gibt's nicht. Für die, für das Mädel jetzt, gibt's nicht. Kümmerst du dich kannst jetzt du das bitte selber zeichnen, ja? Kannst du mich mal bitte am Arsch lecken? Moment. Wenn ich jetzt Jojos Bild nehme. Ah, meinst du, das habe ich nicht schon geschaut? Einen schönen Instagram-Gelbfilter oder was? Das wäre das Beste. Außerdem hat sie doch im Moment züchtige Haare sogar. Naja, die sind nicht ganz glatt, aber so, sie sind so leicht gedingst. Aber wenn Millie mit dir fertig ist, ist sie nicht nur glatt, sondern auch glänzend wie nichts anderes. Das kannst du aber wissen. Das weiß ich doch. Jojo begibt sich in Billys Hände, aber nicht zu viel schminken, das geht nicht. Das nee. Eine Lady kneift sich, nur Nutten benutzen Rouge. Genau. Es soll ja so aussehen, als hätte man nichts gemacht. Chris, wo hast du den ausgegraben? Bitte? Wo hast du den denn ausgegraben? Der ist so wunderschön. Ich glaube, das war Schindlers Liste.
Ah ja, gut. Ja, das stimmt sogar. Ich glaube, das sagt sie im KZ, sagt sie zu ihr, glaube ich, nur Nutten benutzen Rouge, Ladies kneifen. Als sie sich hübsch machen muss, ne? Ja. Kurz vor der Dusche. Warum ich das jetzt mit dem komischen Unterton gesagt habe, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, das war schon echt. Also Jojo gibt die, also guckt, dass sie das mit den Sins klar macht. Ich hätte gern noch ein Alter von ihm. 17? 72! Bitte? Nee, besser nicht. Da gab's noch keine Elfen. Sie ist ja aber vielleicht gewandelt, ha? Huh? Nein, Elfen wurden geboren. Das war eine Ochsentrolle. Fuck! Hat er recht. Es gibt aber Spike-Babys. Bei Elfen. Ja, nee. Damit fangen wir gar nicht erst an. Also, dann wäre sie ja eher ein Fall fürs Museum. 51. Sehr gut. 30. Obwohl, das ist zu alt für ein Ork, oder? Kommt naja, drauf an, 30. Guten Gegenden geht das sogar. Genau. Weißt du, wenn du nicht den ganzen Tag irgendwie den Smog in die Lunge direkt presst und nicht so viele Kugeln in deinen Körper lässt, kannst du auch ein bisschen älter werden als Ork. Aber das will ja keiner. Super. Nee, eben, das ist so. Fast, lay fast and die young, ne? Weißt du? Wieso hat Jojo, also wieso hat dann Inga so viel Geld? Bitte? Naja, dass die Eltern irgendwie Geld haben, ist mir klar, aber wo sind die denn beschäftigt? Was machen die denn circa? Also ganz grob. Das reicht mehr. SK. Dann bräuchte sie eine SK-Sin. Das ist nicht. Geht schon. Nee, also ich meine, diese really? SK ja, ist keine echte. Wobei, kann ja auch irgendeine Tochter sein, irgendeine kleinere. Das geht auch. Ja, die Eltern sind im. Vater. Der Vater ist. Ach, pass mal auf. Schönheitschirurg oder sowas. Arzt ist immer gut. Die haben wenig Zeit. Also plastischer Model. Genau, er ist plastischer Chirurg und die Mutter ist. Naja, das hat sie mal gemacht in ihrer Jugend, aber dann, als sie geheiratet hat, nicht mehr. Muss ja nicht mehr arbeiten jetzt. Nur so nebenbei. Genau, das ist nur so nebenbei, weißt du, eigentlich. Um sich weiblich fühlen zu können. Genau. Also schreibe ich hin Hausfrau. Ja? Nein? Also ja. Sie leitet eine wohltätige Organisation, wie sich das für eine Frau von Wert gehört. Wohltätige Organisation, die sitzt im Vorstand des St. Petersburger Seegartenvereins. Und Seegartenverein? Ja, die haben noch mehr. Okay. Und irgendwie beschossen, was weiß ich. Was habe ich im Radio gehört? Genau, es gibt Winterpolo oder Eispolo oder wie das heißt. Aber da geht sie immer nur hin. Also das ist nur. Da ist sie irgendwie im Organisationskomitee. Und was weiß ich. Mann, was für Komitees es gibt. Kokhöre, Kokschöre. Kokschöre, genau. Kokschöre, in irgendwelchen Stiftungen gegen Apes. Kinder. Was weiß ich, Kinder. Gegen Apes. Gegen was Apes. Bist du? Ich bin gegen Apes. Voll Stiftung dagegen. Zur Erhaltung der reichhaltigen russischen Kultur. Genau, gib dem Apes keine Chance. Dann stellt ihr also Billy ein, ja? Witzig. Bitte? Und dann stellt ihr also jemanden wie Billy ein. Na klar. Natürlich, genau deswegen. Billy ist doch sophisticated. Lehn dich nicht ab, lehn dich nicht ab, ne? Schreib dich nicht ab oder so? Das ist egal. Lehn dich nicht ab, lebe mit deinem Apes. So. Muss doch keiner wissen, dass sie Apes hat? Ich frag ja nur. Alles gut? Gut, alles klar. Wessen? Nicht schlecht, Kinder, nicht schlecht. Das ist Boris. Bori! Was machst du? Bitte, aber ich krieg keine Schläge, ja? Hat mal aus. Du wolltest nicht vorbeikommen die Tage?
Ich weiß es noch nicht. Ist das mit diesem, ist das mit der Matrix schon online? Ja, klar. Und funktioniert das gut? Ich schick dir einen Passkey. Du hast bei mir einen Invite für alles. Na, ich hatte ja damals schon mit Wally ausgemacht, was in der Matrix passiert ist, eigentlich kein Fremdgehen. Natürlich nicht, und vor allem mit mir, das bleibt doch in der Familie. Das klingt jetzt irgendwie nicht so, aber egal. Wir können das schon mal überlegen. Also, ich habe das ja so BDSM noch nie. Schon mal ein bisschen, aber das war einfach nicht gut. Und jetzt. In der Matrix kann man dann noch. Kann ich mich dann auch irgendwie fühlen, als wäre ich ein Goldfisch, den du mit klitzekleinen Stromschlägen matrixierst? Irgendwas richtig abgefahrenes. Richtig mit dir zusammen mache ich einen Testlauf einfach. Das kriegen wir schon hin. Das könnte also. Was, ich überlege mir jetzt mal noch. Also ich hätte da schon. Also das... Ja. Tja. Da muss ich nochmal genau drüber nachdenken. Aber das guckst du erstmal auf den Host jetzt vorbei. Guckst mal rein, was dir gefällt. Wenn du dich da wohlfühlst, dann. Es geht nicht darum, sich wohl zu fühlen. Trinken wir mal einen Kaffee. Sich unwohl zu fühlen. Ja, Moment. Zuerst mal musst du dich sicher dort fühlen. Und dann trinkt man ein Käffchen da und dann gucken wir mal, ob die dich langsam da reinführen. Und kreuznageln mal eben. Ich höre schon in deiner Stimme, das gefällt dir. Wenn ich dieses. Ich fand ja auch immer so, Penisringe fand ich auch schon immer eigentlich eine sehr gute Sache. Da gibt es mittlerweile Penis-Cages, also. Ja. Ach, stimmt, ja. Oder mit so einer Nadel unter das Nagelbett so richtig. Oh. Man müsste das mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefallen wird, aber wir könnten. Ich denke nochmal drüber nach. Aber du hattest mich doch angeschrieben wegen dem. Ja. Ich glaube, ich habe die Fresse schon mal gesehen. Da müsste ich nochmal gucken. Also auf jeden Fall keiner meiner Freunde, das weiß ich. Ich glaube, der war schon mal da, vielleicht auch ein, zweimal. Das ist natürlich kein Typ. Du kennst den? Ja, der war schon mal da, der war im Club auf jeden Fall. Und natürlich keiner, den ich in VIP-Bereich gelassen hätte. Der war auf jeden Fall, auf gar keinen Fall irgendwie cool genug. Nope. Und der ist, ich glaube, ich habe den auch in ein paar anderen Clubs schon mal gesehen, wenn man sich so getroffen hat mit anderen Ownern und so. Du weißt, wie es ist, einfach Shit, ne? Aber ich bin mir relativ sicher, dass der auch ein paar Mal bei mir war. Ja, mit ein paar Mädels. Müsste ich nochmal auf die Aufnahmen gucken, auf jeden Fall. Ja, klar. So ein paar Party-Hilfen. Ich glaube, die hat er sich auch bei mir aufgegriffen. Ja. Ah, kennst du da welche von denen? Kenn ich da jemanden von denen? Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind die zu billigen Bitches, die da halt ab und zu mal irgendwie vorbeikommen im Rudel und die dann irgendwie sich auf die Rich People halt stürzen, weißt du? Ach, die Wannabes. Ich glaube auch, ich glaube fast, der hat eine Verwarnung bekommen, weil er seinen Pun ausgemacht hat, weil er seinen Namen nicht zeigen wollte. Ja. Ich glaube, das könnte so gewesen sein. Und dann nach der Verwarnung hat er halt noch ein bisschen was bezahlt und dann war das okay. Aber ich glaube so, ich habe da was im Kopf. Ich gucke auf jeden Fall nochmal auf die Kameraaufnahmen drüber. Sagst du Bescheid? Wenn du was auch für kriegst, ne? Für deine Anstrengungen. Ja, das ist viele Stunden Video, Mann. Nee, aber soll ich sonst noch mal die anderen vielleicht fragen, ob der bei denen öfter mal rumhängt oder so? Die anderen, wer die anderen? Na, andere Owner einfach, wenn ich glaube, der war auch schon mal im 50th Pierce und sowas, da könnte man mal gucken. Was willst du denn überhaupt wissen von dem? Was ist denn, findest du den hot? Nee, Bori, das solltest du eigentlich wissen, absolut nicht. Da bin ich aber ruhig. Nee. Findet das kleine bunte Bällchen den hot, oder was? Ja, die hat so, ich glaube, sollte ich nicht drüber reden. Da muss ich auch mal ein bisschen älteren Gefilden umtun. Ich meine, er sah schon schmuck aus in seiner Uniform, das war... Stramm, nee. Sag ich mal, bestimmt auch unten rum. Also. Aber was soll ich denn, wo soll ich denn genau Ausschau halten?
Keine Ahnung, irgendwelche Schmutzwäsche, die man so, weißt du doch, wenn man, wie man irgendwie, alles was also das, irgendwie... das normale Programm quasi. Alles, was irgendwie geht. Ich guck mich auf jeden Fall um. Das wäre mich da nochmal. Das wäre so supi von dir. So, genau, Melnikov hast du mir schon geschrieben, gut. Gut, gut. Hast du vielleicht noch ein Bild von dem? Hab ich ein Bild von dem? Ja, doch, oder? Ja, klar. Ja, klar, schicke ich dir zu. Kommt sofort. Ja, genau. Ich erinnere mich genau. Ja, stramm, ordentlicher Max. Ich guck mal. Supi. Meld mich dann, wie gesagt. Danke. Hast du sonst noch was auf dem Herzchen? Wirst du mal da vorbeikommen? Ich meine, du warst ja jetzt öfter ein paar Mal da, so. Oder? Du, ich hab gerade ein bisschen Arbeit an der Backe. Und ich habe ja auch mit deiner Frau jetzt das Studio nochmal weiter auszustatten. Aber generell bin ich am Wochenende wahrscheinlich wieder da, wenn ich hier fertig bin mit Arbeit. Aber das wollte ich doch wissen. Das wollte ne? ich wissen. Sehr gut. Sehr gut. Arbeit. Du weißt doch, dass ich mich ankündige. Ja, so, wie lange geht denn die Arbeit so? Vom Wochenende meinst du, bist du fertig oder was? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht genau sagen. Eigentlich haben wir ziemlich lange Zeit, aber ich würde es gerne relativ schnell durchziehen. Ja. Nee, kann sein, dass ist ich aber immer schwer irgendwann brauche, aber ist egal, dass was? Da gucken wir mal. Ja, du hast es ja irgendwann mal angeboten, aber das. Ja, klar. Du hast jetzt was zu tun und da gehe ich dir damit nicht auf den Geist, das ist jetzt auch nicht dringend. Du gehst mir nie auf den Geist, wenn du was brauchst, sagst du Bescheid. Ja, aber wenn du jetzt erstmal was zu tun hast und das hat Zeit, dann sage ich später Bescheid. Vielleicht, wenn wir gerade unseren Tee sowieso trinken. Egal, ich guck mal. Mach's gut, bis dahin. Mua, Dankeschön, Boris. Mua. Ah ja, Gruß an die Kleine. Ja, sag ich. Dudelut. Alter, das ist das Bild. Ist doch geil, oder? Auf jeden Ziemlich. Fall. So macht Billy Jojo die Haare. Oh Gott. Läuft. Schön blond mit Pferdeschwänzchen. Weißt du, ganz brav, oben noch so ein Schleifchen rein. Ohne Schleifchen. Du kriegst ein Schleifchen. Aber mit Perlenkette. Na, der Witz ist ja eben die Rebellion. Ja, aber Rebellion kann nur in einem gewissen Maße aussehen. Ja, das sind ja deine Piercings, die du manchmal reintust. Und wenn wir dabei sind, natürlich drin draußen hast. Richtig, solange die Karottenreihe da ist. Disziplin, Junge! Ah, dafür habe ich meine Tattoos. Boah, also zumindest nicht alle. Um Gottes Willen, nicht alle. Aber die müssen wir überschminken. Das sind Nano-Tattoos mittlerweile. Ich habe die alle langsam ersetzen lassen, fast alle. Ach, du Scheiße. Ja. Sie schaltet die Tattoos aus, also und das einzige Tattoo, das man jetzt noch sieht, ist das auf ihrer Schulter, das alte Gang-Tattoo. Quasi das, was am weiblichsten und kindlichsten aussieht, so ein ja, fetter total. Stahltroll mit einer Faust drunter, Junge. Genau, das ist das einzige, was man noch sieht. Holy Rin, haben wir gesagt. Nein, aber das. Da habe ich ja also da muss ich vielleicht was drüber tun, aber eigentlich nicht, weil nee, ganz sicher. Es ist kalt. Da habe ich doch einen Pulli an. Na, du kriegst ja, aber so wenn ein kleines... Ein bisschen näher kommt. Der 17, hat er doch Angst vor. Moment, jetzt müssen wir erstmal... Ernsthaft? Ein schönes oh, Ballon. Das weiß ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, so wie er aussieht. Ja, ohne Rinnen, hatten wir doch gesagt. Ja. Nein, wir können da was drüber tun, das geht schon. Opfer dich fürs Team. Wir können da was drüber tun. Ah, Sex mit Minderjährigen, das wäre auch echt mal eine Schwelle, die war noch bisher noch nicht, also das... Ich bin schon in die Richtung gegangen, aber das wolltest du ja nicht, das hast du ja unterbunden. Was? Jetzt Moment. Ist er ganz schockiert. Moment, was haben wir getan? Nix. Hä? Jojo kriegt so einen gleichen Moment. Bei The Swallow ist doch die Alte weggerannt, nachdem ich bei der mit Kindern... Ah ja, genau. Gut. So ein Gleichen muss Jojo anziehen. Die ist aber keine 5 mehr, Alter. Das macht doch nix. Schöne Jojo. Lange Rock. Nein. Doch. Nein. Doch. Jeans. Doch. Nein. Doch. Nein. So nicht. Doch. Nein. Billy findet in der Zwischenzeit ungefähr 137.000 Bilder, wie Leute in Zelenograd flanieren in diesem Gebiet. Nicht mit Jeans.
Nicht zwingend so, aber Alter, nicht mit Jeans. Du brauchst einen Rock. Einen Rock wird angezogen. Sie kommen vom Seder Krupp Haus, ja? Sie gehören zum Seder Krupp Konzern. Haben Sie Anstand, junge Dame. So geht das nicht. Ja. Ha, ich hab'n. Ansonsten Moment. Bekommst du Knickerbocker angezogen wieder. Ich weiß, wie ich das mache. Ich nehme mir einfach die Klamotten mit, genau in den Rucksack, genauso wie mein Skateboard, und dann ziehe ich mich heimlich um. Das darfst du ja gerne tun, das wird mir an einem Arsch vorbeigehen. Ja, Billy so wird das findet aber ein Video, laufen. Wo ein Typ, der aussieht, als hätte er sich irgendwo verlaufen, so ein Student, der irgendwie, per Anhalter gefahren ist, auch wenn man das eigentlich nicht mehr macht, der dort in dem Gebiet rausgekechert wurde, weil er dort in abgefuckten und stinkenden Klamotten rumgelaufen ist. Junge, so es ist kein Spaß mehr, was wir hier machen. Es ist jetzt schon ernst. Du kannst dich nicht umziehen, wenn du willst. Nee. Ja, früher war das immer andersrum. Dann bin ich aus den Gebieten immer raus. Ja, ist ja okay. Du hast ja recht. Wir können also, ich werde mir ein Röckchen anziehen. Ich werde mir eine Strumpfhose anziehen. Ich werde einen Mantel darüber anziehen. Ich glaube, ich hätte diesen Run sogar umsonst gemacht. Wir können auch gerne in die Richtung uns orientieren, junge Dame. Ja, wir können das ganz einfach ausleben. Ja, das wäre auch mit einem schönen Drachenmotiv noch auf der Hose. Ja, doch. Das macht es sich gerade mal selbst. Sehr gut. Muss ich die ganze Bilder speichern. Alter. Ah, Billy kann sich schön aussehen. Wie heißt der Jugendverein von Schiller Krupp? Sind das nicht die Feuerschwingen oder so? Ist der Jugendclub von denen? Jojo geht an die nächste Wand und schlägt ihren Kopf. Ist sachte, aber sie schlägt ihn gegen die Wand. Moment, da ist immer noch bestimmt, ein Loch. Ja. Immer noch ein Loch von Kaban. Hä? Der ist doch mit dem Rohrleuchter am Kopf, ist er doch gegen die Wand gedonnert. Ja, wir haben heute nur schon so oft verfänglich über Löcher gesprochen, dass ich gerade im ersten Moment ein bisschen irritiert war. So, und für Kaban bräuchte man noch einen ordentlichen. Ich hab mir schon die Geschäftskleidung. Undercover. Suit. Action, die Geschäftskleidung. Oder ich muss mir halt so irgendeine Rheingold-Kollektion besorgen oder sowas. Ja. Edelweiß. Ja, das gute Rheingold, Geschäftskleidung. Schön, dass man sieht, SK, dick angeprangert. Du kannst, du kannst ein Hemd von Rheingold unter der Action hier tragen, sodass du nicht so viel kaufen musst, aber es noch okay aussieht quasi. Nicht nur, dass du nicht so immense Ausgaben hast. Und ich möchte gerne einen großen, also einen goldenen Anstecher, eine goldene Anstecknadel im Drachenkopfformat. Sehr gut. Kann ich auch so eine haben, besser, bitte? Eine Krawattennadel, bitte. Oh ja, das ist gut. Dann krieg ich eine Brosche, oder? Ja, aber natürlich kriegst du eine Brosche. War die Brosche das für die Haare oder war das eine überteuerte Kette? Nee, eine Brosche wird angeheftet an deine Bluse normalerweise, an die linke Seite. Das wusste ich. Ja, ein sehr Brosche. Gut. Und ansonsten wird Billy immer mit einem langen, strengen, engen Lederrock Absatzschuhe, aber nicht mit den 15 cm Pfennig absetzen, sondern diese, keine Ahnung, wie sagt man dazu? Flummi, weißt du was vielleicht? Wie heißen denn diese ordentlichen? Was? Ich weiß nicht, wie die Schuhe heißen. Es gibt doch diese. Die muss doch auf der Arbeit ordentlich angezogen sein. Nein, muss ich nicht. Ich habe auf der Arbeit extra Arbeitskleidung an. Hast du nicht noch die Schuhe an, die du beim Rockharz anhattest oder so? Nee, die sind so, dass ich. Also da sind jetzt zu viele Löcher drin. Das ist nicht mehr arbeitsschutzgemäß. Deswegen muss ich die tatsächlich für Festivals aufheben. Okay. Also du meinst aber also Springerstiefel, Absätze, die nicht so furchtbar hoch sind und die ein bisschen breiter sind. Richtig. Oder? Ja, okay. Elegant, konservativ. Ja. Ich wollte jetzt erst die weißen Springer, weißen Schnürsenkel in die Springerstiefel reinmachen, weil du gesagt hast, die Flummi-Schuhe, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Ne, nicht? Doch. Gut. Ja, ansonsten ist Billy halt sehr streng, macht sich jetzt auch den Hardtut. Holt sich so einen Nasenkneifer-Nickelbrille. Und so sehr streng gut.
Hat sie mehr Nadeln in den Dutt, als überhaupt irgendwo vorhanden sind. Das ist ganz wichtig, dass da nichts, aber auch nur im Mindesten verrutschen könnte. Eine 5-Generations-Kopf-große chinesische Familie können quasi die Essstäbchen rausziehen. Und der Dutt würde noch halten. Oh, natürlich. Der wird ja durch meine Körperspannung zusammengehalten. Genau. Gut. Der ist nur Sturm und Regen, aber der Dutt hält. Nein. Was er ist einfach, der Dutt ist einfach so sehr eingeschüchtert von ihrer Haltung bzw. von ihrem persönlichen Auftreten, dass er einfach in einer Form bleibt. So, wo kommen wir dann unter, schlaftechnisch? Also ihr könntet dort mit den Zins sicherlich unterkommen, allerdings würde das eine Menge Geldes in Anspruch nehmen, die ihr sicherlich nicht aufbringen wollt. Sag mal eine Hausnummer. Das wäre Urlaub. Für Urlaub gibt man immer schon eine Menge Geld aus. Warte. So ganz grob überschlagen für die schon günstigeren Bungalows würdest du schon 200 pro Nase pro Nacht zahlen. Zu viel. Ja. Da müssen wir halt immer hinfahren. Wir müssen nur so tun, als wären wir da irgendwo eingedingst. Also so oberflächlich muss es uns da geben. Gar kein, also ihr könnt mit dem Bumsbulli auf jeden Fall in die Nähe fahren und dann irgendwie gibt es da auch Öffis. Bis da rein könntest du natürlich nicht. Das ist klar, aber das fällt auf. Eigentlich bräuchten wir einen Wagen oder sowas. Das ist ein bisschen scheiße. Ey, aber Vlad hat doch gesagt, wenn wir noch was brauchen, so, dann kann er gucken, was er tun kann. Aber er hat auch gesagt, er kann euch da keinen... Wagen gibt's nicht. Genau, das wäre... Naja, okay, müsst ihr nochmal mit ihm reden. Bisher hat er gesagt, einen Wagen dafür für die Gegend kann er euch erstmal nicht stellen, weil krass. Mietwagen ist wahrscheinlich auch zu teuer, ne? Ich glaube, Boris hätte da schon eher mal Connections in so eine Richtung. Oh. Ich finde, das klingt eigentlich solider. So ein Club-Owner muss ja auch mal die Leute irgendwie hin und zurück und was weiß ich. Ist dein, komm, Link, rappabbelt nochmal. Ich habe keine Ahnung vom Preis, ne? Ja, was kann ich denn für dich tun? Boris, ich bin's nochmal. Ich hab doch nochmal einen Anschlag auf dich vor. Was denn? Ja, ich weiß nicht, sag das doch, aber so. Hör zu, pass mal auf, du hast doch auch noch ab und zu mal so Autos am Start, ne? So etwas, Na, um Leute abzuholen, also VIPs abzuholen oder so, ja. Jetzt nicht ganz zu hardcore, aber so, dass man sagt, ach ja, doch, schön. Na, ich hätte die Klasse unter deinem ehemaligen Auto parat. Unter meinem Signum. Ja, genau. Ja, gerne. Ist ein Audi? Na klar. Ach super, ein klasse. Es gibt in Moskau einfach keinen, der uns beide versteht, aber wenn, nee. Dann Audi. Natürlich, gibt nichts Besseres. Nope. Ach, wie ich meinen vermisse, meinen Pink Panther. Naja, egal. Pass auf, was müsste ich denn anlegen bei dir, um dem immer auszuleihen? Natürlich kommt der auch wieder so zurück, wie wir den vorgefunden haben. Das kommt ein bisschen drauf an, wie lange. Das ist schwer zu sagen. Jetzt für einen kurzen Ausflug erstmal und dann müsste ich mal gucken. Achso, für einen kurzen Ausflug meinst du einen Tag oder so? Ja, einen Tag. Für einen Tag, da gebe ich dir. Für einen Tag ist das doch alles okay. Binden, auftankst. Ach Gott, natürlich. Und Scheibenwischer. Wenn du länger brauchst, müssen wir nochmal drüber reden, aber ansonsten. Klar. Ich kann auch gerne mal Chauffeurin für einen Einhaben machen als Ausgleich, ne? Ich hole dann deine Kunden. Also wenn du fährst höchstens hinten mit den VIPs, ja, damit die ein bisschen bespaßt werden. Du fährst so, also bitte, Chauffeurin. Verschwendet, ja. Das können wir einfach nicht machen. Na, verschwendet, ich weiß nicht, ich habe ganz andere Fähigkeiten auch, ne? Mein Beste. Aber egal, das ist jetzt auch Klamauk und Rauch. Was ist denn jetzt witzig? Warum super. Lachst du, Boris? Entschuldigung. Ich weiß. Ich muss auch manchmal noch ein wenig schmunzeln, wenn dein Novosibirsker Dialekt durchkam und ich dachte, ihn gerade gehört zu haben. Entschuldigung. Nur ein bisschen kommt er manchmal raus. Ja. Gut, dann, wo kann ich mir den Schlüssel abholen? Achso. Bei dir? Ja, oder am Club? Komm am besten einfach zum Club, dann kriegst du den. Supi, dankeschön.
Ich sag dir dann gleich schon mal Bescheid, wenn ich auf dem Weg bin. Achso, heute. Ja, kein Problem. Wir haben noch keine Sins. Achso, nee, nicht heute. Achso. Natürlich nicht heute. Ich sag dir Bescheid, wenn ich auf dem Weg bin. Dann halte ich ihn erstmal die nächsten paar Tage, sag mal ungefähr eine Hausnummer. 3 Tage? So in 3 Tagen? Gut, in 3 Tagen, dann ist das kein Problem. Supi. Tata! Tata. Sag mir auch deine Frau. Oh, schicke ich ihm nach. Macht er. Das kam noch, obwohl aufgelegt war, kam ja, nochmal Billys Stimme. Und das kam er tatsächlich. Sag ich doch. Deine, ne? Ja. Ja, kein Gruß an deine Frau. Stephen Hawking. Weil ihr die Dominatrix sagte mir einen schönen Gruß. Weg und nicht, warum ich mir nicht wollte, nochmal zu dir, aber keine Ahnung, was die will, du. Wieso hat das jetzt Wally gesagt? Nee, das hat. Egal. Lass, nein, aus. Hast nee, du Boris gehört. Boris ist der Feminine und Wally ist die Maskuline. Das sowieso. Moment. Jetzt macht's Sinn. Gut. Also, wir haben Auto, Kinners. Oder bin ich jetzt gerade disconnected? Ausgezeichnet. Ah, nee, bin ich nicht. Supi! Na, dann kann ja Operation verkuppeln wir Jojo. Ja, klar, starten, würde ich sagen. Fang du jetzt nicht auch noch an. Ach, komm her, Kaba, du kriegst einen Schmatzer dafür. Auf die Wange. Dankeschön. Er zieht auch nicht weg. Wow, Alter, das ist schon. Man muss es ja auch mal dazu sagen, ne? Also, ne? Ja, ha, ich krieg den noch rum, Bibi. Ich krieg ihn noch rum. Das hast du bei Jojo auch gesagt. Siehst du, zack. Sofort macht sie Hoffnung. Was macht er? Sofort macht sie sich wieder Hoffnung. Klar. Hast ja vorhin gesagt, ich will einen Ruf auf dich. Oh, Lirin, ist doch Jojo. Jojo guckt Kaman allerdings an und meint, pass mal auf, jetzt fang du nicht auch noch an. Sie nervt mich schon immer damit. Jetzt, wenn du noch auf den Zug mit aufspringst, dann werde ich mir was überlegen. Was Schlimmes. Das gibt voll die Love Story, die Forbidden Love Story. Ohne ja, ganz bestimmt. Das episch. Und verbitten vor allem. Wie wir das, vor allem, wie wir das immer unterbinden müssen, dass die Kleine sich immer fortpflanzen möchte. Ja. Schrecklich. Wir müssen da mit allen Mitteln müssen wir gehen. Fräulein Gorbatschow, können Sie bitte das Gesocks in Ruhe lassen? Na, das Gesocks würde ich zu dem Jungen nicht sagen. Na, wahrscheinlich nicht. Lass den Kaban ruhig mal machen. Das wird gut. Nee, besser nicht. Der versaut uns die ganze Tour. Ich habe keine Ahnung, wie man sich in solchen Kreisen benimmt. Das ist, alles klar, dann kriegst du irgendwann mal einen Crashkurs oder wirst du dann checken und solange die Klappe halten. Das du bist ist sowieso, du hast eigentlich er ist sowieso stumm. In deiner Stellung bist du sowieso stumm. Taubstumm. Du hörst nichts und du siehst nichts von dem, was da passiert. Du fängst nur dann plötzlich an, sehend zu werden, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas falsch läuft. Aber falsch läuft in dem Sinne, er hat die Hand unter deiner Jacke oder was? Das glaubst du denn ernsthaft, dass das funktioniert, wenn ich mich mit euch zusammen mit dem treffe? Keine Ahnung. Ihr kriegt dann eine Verbindung irgendwie, also, aber nein. Um Gottes Willen, nein. Das machen wir ganz einfach. Hier, der Kapern lenkt die Mutter ab und ich blas den Alten ab. Oder der Junge ist vielleicht auch einfach mal draußen. Oder so. Wer geht denn draußen spielen? Er geht mit seinem Hund raus. Mit Sicherheit. Und geht aufs Laufband. Quatsch, glaube ich nicht. Der hat doch was gesagt von, er freut sich, dass der Hund sich seinem natürlichen Verhalten Gedingsbums hingeben darf. Ich muss mir willst noch du sagen, dass ein Hund auf dem Laufband nicht natürlich ist, oder? Nein. Oh. Ich muss mir unbedingt noch angewöhnen, Hunde niedlich zu finden, glaube ich. Aber solltest hier, gucke mal, wann das so ein kleiner Hund mir vom Pitbull von der Nachbarschaft aufgefressen wird, dann muss der doch natürlich aufs Laufband. Nicht. Welcher Pitbull aus der Nachbarschaft? Na, der Pitbull aus der Nachbarschaft, der immer die kleinen Hunde harasst. Werden wir dann sehen. Ich glaube, das müssen wir dann einfach, wir müssen dann einfach hinfahren und uns das Ganze mal angucken und dann werden wir das ja sehen.
oder? Bisschen, und, ja. Also so ein bisschen mit den Leuten reden könnt ihr ja auch dann, wenn ihr euch da schon aufhaltet und so weiter. Und vielleicht seid ihr auch gar nicht so streng, sodass dann, ich zwischendurch mal rauskomme. Wenn ich nicht zu Hause bin und ihr habt ja dann quasi auch Urlaub. Was? Nee. Ne? Was? Wir erziehen hier zum Erziehungsauftrag. Hallo, ich bin für die Sicherheit der genau. Königlichen Gorbatschow. Wieso königlich? Hier. Niemand ist hier königlich. Ja, Hochwohlgeborene, da, du da. Hier ist doch niemand hochwohlgeboren. Außer die, ach, die ja, ein eigenes Krankenhaus hat. Was? Entschuldigung. Außer? Die ein eigenes Krankenhaus quasi hat. Ich hab kein eigenes Krankenhaus. Doch. Nö. Ich hab die News gelesen, du hast ein Krankenhaus. Billy hat auch dazu nichts gesagt. Das ist gut so. Ich weiß, ich halte die Fresse. Billy kennt mich. Aber Kaba noch nicht. Ich finde, Kaban sollte man nach dem Krankenhaus fragen. Ich glaube, der konnte die News aber nicht lesen. Aha. Wegen Internets. Oh, sollen wir die Ihnen mal vorlesen? Mal vorlesen, ja. Was? Nee, du hast ein eigenes Krankenhaus? Dann kriegst du es auf jeden Fall zu hören. Billy, du darfst ihm, glaube ich, mal die News vorlesen kurz. Oh, Billy linkt Kaban Billy, einen Artikel. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Moment, ich muss gerade mal die richtige Seite öffnen. News vor. Moment. Ich war ja im Wald, ich war ja nicht gerade... Nachrichten und Gerüchte. Ich war ja beschäftigt quasi. Ich glaube, die lassen sich echt schlecht vorlesen, aber naja, man kann es ja mal probieren. So, 15.12.2080. Duma beschließt Neustrukturierung der Moskauer Polizei, das ist klar. 18.12. Eröffnung des Irina Pavlov Spitals in Moskau von Zenit Dailies. ... Die Großzügigkeit der Familie Pavlov erneut unter Beweis. In dem neu eröffneten Krankenhaus können verheiratete Paare und Familien kostengünstig erstklassige medizinische Versorgung erfahren. ... Das Kooperationsprojekt mit der Evo Corporation räumt zugleich auch alle unsinnigen Vorwürfe des Rassismus innerhalb Rabutnik-Clan, was auch immer, vom Tisch. ... Eine schöne Geste, das Hospital an dem Geburtstag der verstorbenen Irina Pavlov zu eröffnen. Die Redaktion ist sich einig, ... die junge Frau hätte sich über so viel Mitgefühl und Fürsorge, vor allem gegenüber echten Familienmenschen, sicher gefreut. Alter. Bitte? Bitte? Du hast noch, also, alter Schwede, deine Familie ist echt krank. Nein, faszinierend. Herzlichen Glückwunsch zum eigenen Krankenhaus und herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Was? Nachträglich und so. Ja, ich hab dich nicht verstanden, weil du so genuschelt hast, dass mir nichts ankam. OT. Billy geht aufs Klo. Nein, ich habe quasi gesagt, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Geburtstag und herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen Krankenhaus. Das wird dich wahrscheinlich ähnlich freuen, aber herzlichen Glückwunsch nachträglich. Immer ein schlechtes Zeichen, wenn sie so still ist. Mhm. Dann würfelst du normalerweise. Ist das ein Geburtstag? Was? Das ist. Rote? Ich habe dir gratuliert. Ja, Jojo ist still. Würfelst du? Hast du gewürfelt? Nein. Nein. Sie hat nicht. Ich meine, du wirst ja. Sie guckt ist dich jetzt an. Wirklich sauer, weil. Pass auf. Regel Nummer 1 im Umgang mit mir. Niemals wird das irgendwie erwähnt oder angesprochen. Klar? Check. Gut. Kaban, die mag dich. Darf man dir trotzdem zum Geburtstag gratulieren? Das ist mir relativ gleichgültig. Ich habe meinen Geburtstag schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gefeiert. Das solltest du allerdings mal tun. Nee, ich glaube nicht. Haben wir nicht mal den neuen ausdenken? Nee, ich wollte gerade sagen, Jojo haben wir nicht mal einen anderen gefeiert. Also, Flummi, haben wir nicht mal einen anderen gefeiert von dir? Nach Billys Geburtstag habe ich dich doch gefragt, wann du eigentlich feierst. Nie. Also, so richtig feiert sie nicht. Sie hat dir damals gesagt, dass sie irgendwann mal eine dicke, fette Party einfach so irgendwann im Jahr macht. Genau. Aber sie lässt sich dann nicht beschenken. Jutti!
Dann bestell mal die Sins bei Cheffe. Jo. Und Karin, willst du noch gerade eine Grenze anrufen oder? Wollen wir das heute noch reindrücken, Chef? Dann, wenn ich eine bessere, denke ich, machen wir dann besser, wenn ich eine bessere Verbindung habe, oder? Das klingt oder so. Solide. Gut, Jojo macht das mit den Sins klar und ist dann wahrscheinlich erstmal beschäftigt, ihn dazu zu kriegen, aufzuhören zu lachen, und dann passt das. Das klingt wahrscheinlich, ja. Das gefällt mir. Wir müssen dann auch noch zu Sanja die Klamotten kaufen. Rochenmeier freut er sich auch tatsächlich. Oh ja, Klamotten kaufen. Zu Falli. Mm, zu Sanja meinst du? Meine ich doch. Sanja, ich verwechsel immer Sanja und Walli. Ja, in letzter Zeit ist witzig. Jo. Klamotten kaufen, ich hab noch welche. Nein, du kriegst spezielle Klamotten. Hör auf zu heulen jetzt. Eine junge Dame weint nicht. Es gibt Falten. Du musst dich anständig kleiden. Die Ehre. Tut euch bitte einen Gefallen und redet nicht die ganze Zeit so auf mich ein. Ja, das kann ich nicht haben. Bitte. Du musst da jetzt in deine Rolle reinkommen. Du musst devot wirken. Wirk mal jetzt mal sofort devot. Das ist keine Kundin von dir. Nicht in dem Sinne devot, sondern wie ein junges Mädchen sich ihrer Führerin unterwirft. Solange ich das nicht muss, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, so das muss nicht jetzt sein. Okay? Okay. Gut. Seht doch, vor allen Dingen seid ihr noch so schön elitär, weil ihr die Besten der Besten der Besten seid. Natürlich sind wir besser als alles andere auf der Welt. Hallo, ich bitte dich. Natürlich. Wir sind blond. Wie machen wir den Kaban blond, bitte? Wir lassen einfach mal seine Haare wachsen. Ihr könntet auch einfach deine Augenbrauen blond färben, das würde auch reichen. Wir können ihm auch einfach eine Perücke aufsetzen. Wir können auch einfach die Augenbrauen auswachsen. Ich ändere meine Augenfarbe quasi auf blau. Stahlblau. Strahlendes Blau, so quasi wie Terence Hill Blau. Oh. Sehr geil. Oh ja. Gott, freue ich mich, wenn ich meine Dreads wieder habe. Yo, macht der Episodenname jetzt wenigstens Sinn? Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit Episode? Ist natürlich nicht die Episode, sondern die Session mal wieder. Meine Fresse, ich krieg's heute nochmal hoffentlich irgendwann gebacken oder nicht. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. War doch ganz toll, was sie wieder sich ausgedacht haben, oder? Jetzt Cedar Krupp endlich am Start. Wir gehen ja jetzt rein als Cedar Krupp und machen... Wir haben ja vor gar nichts, also, ne? Wir schrecken vor nichts zurück. Wir nehmen jeden Gag mit, wenn er noch so dreckig ist, und sagen ganz schlimme Sachen. Und ich hoffe, euch macht das Spaß. Liebste Zuhörer, wenn ihr uns Kommentare auf YouTube schreibt und das Fahrt findet, dann finde ich das extrem geil. Ich hoffe, das war ernst gemeint, diesen Kommentar. Ich grüße dich hiermit an der Stelle, wer auch immer du bist, der uns geschrieben hat. Ein heimlicher Hasser oder Verehrer, wie dem auch sei. Ich habe mich tierisch gefreut heute Morgen, als ich direkt das Kommentar gesehen habe. Bitte gerne mehr davon und Statements dazu. Warum? Da freue ich mich. Ansonsten war die Session leider sehr kurz, da wir an dem Abend nicht mehr sehr lange gespielt haben, aber es kristallisiert sich als ein Plan heraus, also es wird richtig gut werden, hoffe ich doch mal. Und ohne weitere Umschweife mache ich jetzt Schluss, weil ich das ganze Video jetzt noch zusammenpacken muss. Ich muss noch hören, wo ich da wieder die Bilder reingepackt habe. Ich hoffe, ich habe es reingepackt, ansonsten tut es mir leid oder auch nicht. Wie dem auch sei. An dieser Stelle, wie immer, kommen die Legal Rights, das heißt also, wir müssen angeben, dass die Marke Shadowrun der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika gehört und wir daran keinerlei Rechte anheimhaben. Kann man anheimhaben sagen? Anheimhaben? Trolli, verbessere mich bitte. Des Weiteren wird Des Weiteren vertritt der Pegasus Verlags GmbH oder die Pegasus Verlags GmbH, Gesellschaft mit begrenzter Haftung also, in Deutschland die Rechte an Shadowrun. Wiederum, die White Russians haben keinerlei was auch immer daran. Wir laufen nämlich unter der Common Creative 3.0 mittlerweile, Attribution und Schlag mich tot, was du nicht gesehen hast. Wir haben also auch daran wieder jetzt an
keinerlei Sachen irgendwie, irgendwelche Rechte. Ihr dürft euch gerne Stücke ausschneiden, dürft die gerne in euren eigenen Podcast verwenden. Wollt ihr irgendwelche schlechten Wortspiele aufgreifen oder so irgendwas, dann dürft ihr das gerne tun. Solltet ihr aber dem so tun, dann würden wir euch doch bitten, einmal kurz anzugeben, dass das von uns kommt, denn das läuft nun mal so bei den Common Creatives. Da auch das Intro- und Outro-Lied wieder Common Creative ist, müssen wir natürlich angeben, dass das die Gruppe Mad in Mad ist. Also das ist M-A-D, Leerzeichen I-N, Leerzeichen M-A-D, mit dem Lied Russian Tango oder Tango. Jetzt ist mal geschrieben hier Tango. Naja, wie dem auch sei, ist es ohne Gesang. Ich glaube, damit habe ich auch die Legal Rights abgeerntet jetzt und dürfte mich dann hiermit von euch verabscheuen. Wie immer, ganz liebe Grüße der Düse und macht's gut, ne?